Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feine Geister. Und heute eine Neuerscheinung in unserem Shop auf whisky.de, den Cask Speyside. Nun, was ist das? Klingt erstmal so, als ob das ein Blended Malt Whisky aus der Speyside wäre. Nein, schaut man genauer drauf, es ist ein Single Malt von einer Speyside Brennerei, deren Namen hier nicht genannt wird. Muss man den jetzt haben, muss man den jetzt nicht haben? Nun, der Name des Abfüllers, A.D. Rattray, das ist ein renommierter schottischer unabhängiger Abfüller, der spricht ein bisschen für sich. Und deshalb stattet er diese Flasche auch mit einem, mit guten Daten aus, nämlich 10 Jahre, nicht kühl gefiltert, 46 Volumenprozente, natürliche Farbe. Also ein Whisky so, wie er sein soll, aus einer Speyside-Brennerei, die genauer nicht spezifiziert wird. Und der Preis unter 40 Euro. Eigentlich ein angemessener Preis, wo es heute so viele Whiskys ohne Altersangabe gibt. Die Abfüllung ist limitiert, weil sie wahrscheinlich nicht ausreichend Fässer von dieser Brennerei haben. Es ist kein Single Cask. Es steht Cask obendrauf. Ne? Single Cask wäre die exakte Beschriftung, wenn es sich um ein einzelnes Fass handeln würde. Und sie schreiben aber hinten auf dem Etikett drauf, das wäre also das erste Batch von dieser Serie. Das heißt, da kommen weitere Batches und diese Batches haben dann womöglich eine andere Brennerei als, als Herkunftsort, der wahrscheinlich auch wieder nicht genannt wird. Die Schachtel ist grün. Ich habe hier hinten einen Greenscreen, wo ich Ihnen mal ein bisschen was von Schottland jetzt als Bild einblende. Ich hoffe, das beißt sich nicht miteinander. Ansonsten muss ich da irgendwie eine Maske legen oder so, damit das halbwegs vernünftig ausschaut. So, jetzt schauen wir uns dann mal die Flasche im Detail an. First Edition steht da drauf, damit könnt ihr es also unterscheiden, was es hier für eine dann entsprechend ist. Jo. Hier oben steht es extra drauf. Non-Chill Filtered Natural Color. No, dann lassen wir halt das Käppchen drauf. Leicht fruchtige Note, so wie es für Speyside Whiskys eigentlich üblich ist. So, schauen wir zu, dass wir den hier wieder ordentlich davor kriegen, weil sonst mit dem Greenscreen die Farbe des Whiskys nicht zur Geltung kommt. Das ist also nur eine Farbe, wie sie Ex-Bourbon-Fässern und auch Refill-Fässern zu eigen ist. Wir haben es also hier nicht mit einer Sherry-Fasslagerung oder so zu tun. Oder so heißt Weinfass, Rumfass, Portweinfass oder sowas. Ne? Alkohol nicht zu bemerken. Das heißt, das Aroma ist stark genug, um den Alkohol zu überdecken. Aber es ist ein weiches, mildes, angenehmes Aroma, was zuerst eine leichte Zitrusfruchtnote und so Blütenduft. Sehr leicht, aber dann dahinter kommt jetzt irgendwas wie Minze. Ja. Bisschen süß riecht es auch. Also leicht, mild, angenehm weich. Schauen wir mal, wie er schmeckt. Jetzt merkt man die 46 Volumenprozente sehr, sehr deutlich, voluminös. Dazu eine ölige, eine richtig ölige Note auf der Zunge. Dazu wieder ein bisschen süßlich, auch ein bisschen nussig. Am Ende ganz malzig werdend und vielleicht so ein Hauch von schwarzem Pfeffer. Aber wirklich nur ein Hauch. Abgang. Man spürt das Fass und die leichte Zitrusfruchtnote hält sich. Jo. Echter, schöner, geradliniger Speysider ohne viel Ecken und Kanten. Mit guten Eigenschaften. Da hat man also nicht irgendwie nachgeholfen. Jo,
Schauen Sie nach, limitierte Edition. Vermutlich gibt es dann irgendwann die zweite, die dritte und die vierte. Wollen wir schauen, was Eddie Rattray für uns da noch weiter zu bieten hat. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.